Ich finde diese ganzen Filmanspielungen sehr geil. Finde ich auch. Es war so schrecklich. Es war, ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Ich frag mich echt, was das war. Das war nur die Story für das ganze Video, musst du das Reel gucken. Was ist denn nur passiert? Ein Zirkel auf uns an. Hat wir Empfang und Insta gerade am Start? Ist voll daneben, Mann. Sag uns nur, was passiert ist. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Sieh, wie eine gute Nacht wünsche ich dir. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Druck ausüben. Nee, ja. Oh, sorry, Mann, sorry. Oh, bei dem einen Spiel haben wir auch jemanden umgebracht, nur weil wir zu doll gedrückt haben und zu lange. Schon okay, ist okay. Tut das weh. Die Pest, ja, ich glaube auch. Tollwut, das ist Weizen. Senpai, was geht ab? Grüß dich, wie geht's? Ausbreitet. Was? Abschneiden. Weg. Zack. Abweisend, wieso? Du bist ein Vollidiot. Wieso? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was... Mit der Shotgun. Hey! Ich hab eine Knarre. Und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ich hab gar nichts gesehen. Hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Star. Halt, nein, nicht! Ja, ich wusste es. Ich hab's gesehen, dass es ein nackter Mann war. Ich will euch retten. Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Senpai? Natürlich. Ausrufezeichen YouTube. Ich habe das ganze Let's Play SpongeBob durchgespielt. Viel Spaß. Was ist passiert? Wo ist Emma? Besorgt. Wir sollten alle nach Emma gucken. Jacob, wo ist Emma? Nackte Männer sieht er sofort. Oh, Herrgott nochmal! Emma ist noch auf der Insel. Ich sagte, ich komme gleich zurück. Autsch. Was, die Insel? Ja, was? Oh,
Ich hab nur... Ich glaub, ich hab da vorhin jemanden gesehen. Jemand? Nein, ich... Ach, weiß nicht. Hat nichts zu bedeuten. Sie ist noch allein dort. Tja, wir sollten jetzt mal Richtung Lodge gehen. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? ja, nein, ich... Wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Blöder Sack. Hört jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Das ist Bullshit. Wo kommt er denn her? Ist er weggeflogen oder was? Als er geschlagen hat? Gott, ein wunderschön. Was geht ab? Und dann reine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Schubskarre. Die regen mich alle auf. Das ist komplettes Klischee. Das ist komplettes Klischee. Die regen mich auch auf. Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Oh, sie lebt noch? Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Bupa. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, Real Talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Ich glaube, sie nimmt einfach auf. Ich glaube nicht, dass sie was für Insta oder so macht. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Ja. Okay. Ist das nicht das Camp, wo Jason herkommt? Ja, sieht so aus, ne? So, mein lieber Chat, ich verabschiede mich dann auch mal für heute. Ich wünsche dir euch noch einen wundervollen Abend. Küsschen aufs Nüsschen, Kuss. Beast, schön, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir und ich schreibe dir auf jeden Fall. Schlaf gut, schönes Wochenende dir. Crystal Lake. Wo war denn diese Vorhersage eben gerade nochmal? War das in diesem Turm? Good and tasty. Die Insel.
Kessel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Perfekt. Was traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Da hinten steht wer. Jetzt ist die Frage. Wenn ich da hochgehe, habe ich es, glaube ich, schwer, wieder wegzukommen. Oh mein Gott. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Bleib auf dem Scheideweg und scher dich ein direkt rum. Perfekt. Easy. Und auch nochmal an alle Gewinner des heutigen Abends. Glückwunsch. Nice. Wir bleiben. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Das war das Falsche. Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine, kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Muss da nicht lang gehen. Ich gehe einfach hier hin und hoffe, dass er mich gleich sieht. Ich schwimme einfach rüber. Ich laufe ihm jetzt entgegen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das ist eine Option. Bist du's, Jacob? Das war der Opa. Der Magier, okay. Der Magier, das Undenkbare, die Ungründliche, das Mysterische, sensationelle Wahrnehmungsmanipulation, das Werk eines Magiers. Gerade noch hier schon wieder fort. Blinzle lieber nicht, du willst so nichts verpassen. Okay. Ich kann nicht ins Wasser, okay. Ich traue mich nichts. Ich traue mich einfach nichts. Ich habe so Angst, eine Entscheidung zu treffen. What the fuck? Golden Zölker. Nice. Ich gehe nach oben, weil dort oben kann mich dieser Sniper-Opi sehen. Wir mal diese Richtung an. Kann mich retten. Da sieht er mich und sieht das Monster. Das ist jetzt der Play. Was soll schon passieren? Wird ja nichts aus dem Busch springen. Phil, du kriegst einen Arsch voll. Du bist ja nicht allein. Du kriegst auch einen Arsch voll.
Ich müsste ja safe hören, wenn da wer hochkommt. Das Problem ist, was hat mir die Karte gesagt? Hat die mir gesagt, dass da wer drin ist und ich hätte da nicht reingehen sollen? Ich habe so dolle Angst gerade, ne? Lass sie einfach sterben, ich will nicht, dass sie stirbt. Dahin gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig, also buchstäblich schon zu schäbig und trotzdem die Aussicht, pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe, aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen und es gibt noch so viel zu bereden. Hoffe, Abby ist okay. Sie ist weggelaufen. Falls sie es nicht wisst, ich hab mit Nick rumgemacht. Aber als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext, Abby mag Nick. Also eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen denen betrunkener Quallen echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Ich weiß ja nicht, ob man das gut gehen nennen kann, aber okay. Da ist die Zipline. Der kann ich hier rüberfahren. Good to know. Da komme ich nach unten. Da unten ist ein Feuer oder so? Ich bin so verwirrt. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baum. Ich brauche keinen Eye-Tracker, ich gucke die ganze Zeit nur auf den Busen. In der Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier und auf den Hintern Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich habe die Bettzeit der Kids verpasst. Eye-Tracker, oh, was für eine Begrüßung. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst, mich zu erschrecken. Nicht vor Sound Alert, sondern vor visuellem. Pass auf, das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Wo ist das Licht hin? Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Leb wohl, böse Welt! Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugaben. Greenie, das habe ich nur für dich getan, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich wusste es so. Erst wollte ich die Tasche durchsuchen und dann dachte ich mir, okay, es ist ja offensichtlich, dass es da oben ist. Das ist die erste, die jetzt ganz klar ist. Sorry, ja. Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann. Ich habe angefangen, sie zu mögen, als sie mitfühlend wurde. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Aber okay. Kind, ich hasse Granola. Ich hab A gedrückt. Okay.
warum auch immer da eine Tarotkarte ist, aber ja, okay. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Wir sind ja noch nicht sicher, ob der Junge gestorben ist, oder? Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Wäre natürlich krank, wenn das, was ich denke, dann sich so entscheidet. So, ich hoffe, sie sind okay. Denkst du, das hat ihre Fährte aufgenommen und dann nimmt es actually ihre Fährte auf? Wir haben Wassermelone, Peanut Butter, Pups. Mm. Eben, noch kein klares Ergebnis, genau. Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Er poppt auf einmal auf. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Sie haben nicht nur Butter, Peanut Butter Pops, sie haben sogar Ryan Pops. Seltsam, aber diese Pop-Ups. Tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Tür einfach sperrenweit offen gelassen. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich denke, Nicks Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. 911. Okay, dann 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Cringe. Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Wenn ich den Krankenwagen rufe, stirbt der Krankenwagenfahrer. Safe oder so. Wenn ich die Polizei rufe, kommt der Arsch. Entscheidet ihr. Do it. Polizei oder Krankenwagen? Keine Ahnung. Krankenwagen, Polizei, Polizei 2, 2, 1. Feuerwehr, perfekt, wie schießt du bist raus? Krankenwagen, 2, 2. Krankenwagen, 3, 2. Es ist wahrscheinlich total egal, kann sein. Polizei, Polizei. Polizei, Polizei. Krankenwagen, 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 Krankenwagen. Polizei. Es müsste Rettungswagen heißen, aber jeder sagt Krankenwagen. Gleichstand. Passt. Okay, Nameless hat entschieden, erste Nachricht des Zuschauers, let's go, wir nehmen Krankenwagen. Bundeswehr. Denkst du, du solltest direkt nach einem Krankenwagen fragen oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und ich, dann Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen, es war ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen.
Und wir wissen nicht, wie viele es da draußen gibt und oder wie schlau sie sind. Also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen. Also schicken sie uns bitte ganz viele Krankenwagen. Sicher ist sicher. Ja, ja, das... Zu Hilf! Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Oha! Oha, was ist mit ihm? Wenn ich jetzt misstrauisch nehme, schießt er mich über den Haufen, er hat die Shotgun. Misstrauisch. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Sophiechen, du hast es, glaube ich, sogar noch gesagt, ne? Aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, freuen, dass du das denkst, Mann. Geil. Okay, so viel zum Telefon. Ein bisschen mache ich noch, halbe Stunde maximal. Wo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte... Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht... Ich habe auch eine Shotgun. ...was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Schau den Rest im Wort. Shimpuki, eine gute Nacht wünsche ich dir. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Was für Wetter, Ryan. Gute Nacht. Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Er will mich unbedingt abknallen. Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Geben, behalten. Ja, 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 ja. Ich brauche mehr Eindrücke. Ich brauche mehr Eindrücke von euch. Ich, keine Ahnung. Wenn ich die Waffe behalte, könnte er aggressiv werden und mich abknallen wollen. Dann ist halt Fight am Start. Wenn ich die Waffe gebe, ist er vielleicht
im ersten Moment nett und ein bisschen calmed down. Ich schätze mal, vielleicht kriege ich seine Waffe. Ich habe keine Ahnung, was ist mit ihm los? Behalten, behalten, geben, geben, behalten. Geben, behalten. Perfekt, Gleichstand. Viermal behalten, 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 behalten. Fünfmal behalten. Geben, geben, geben. Okay. Ich würde sie behalten. Was, wenn er direkt schießt, weil er weiß, es gibt keinen Fight? Behalten. Okay, wir behalten sie. Nein. Fick dich, ich behalte sie. Mach. Kommen die Jäger zurück, sitzt sie hier auf dem Präsentierteller. Du denkst nur an dein eigenes Wohl. Ist kein guter Move. Nein, ich bin vorsichtig. Ich kann's nicht fassen, wie du so ein Arsch sein kannst. Also, du sagst mir nicht, was ich tun muss, Mann, okay? Echt sorry, aber das wird nicht passieren. Wovon reden wir da überhaupt? Jetzt gib ihr die Waffe. Wir brauchen sie nicht, wir haben schon eine. Fuck! Gib ihr deine. Bist du fertig? Gib ihr deine, na, safe. Safe. Du, wieso gibst du ihr nicht deine? Ich kann's nicht fassen, du bist so ein Arschloch. Nein, und damit basta. Ist das dein Ernst? Ist das ein Streit wert? Nein, nicht mit deinem Argument. Oh, okay, nur weil du jetzt gewinnen willst. Nicht cool, Mann, nicht cool. Ich störe wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gar nicht. Kann ich gar nicht deuten. Menschenkenntnis gleich null. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder soweit? Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns... Sie hat einfach keinen Namen. Lol. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich vielleicht gestritten hätten und er sie aus Versehen geschossen hätte, weil er die Waffe genommen hätte oder so, hätte ich eine andere Wahl genommen. Und dann wäre sie reingekommen und hätte gesehen, dass ich auf ihn geschossen hätte und dann wäre komplett Chaos. So, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ja, ich glaube, das war das gute Ende dieser Situation. So. Auch nochmal, dass er sagt, ich vertraue dir. So, ein bisschen ins Gewissen reden. Keine Ahnung. I don't know. Wenn so getan wird, als könnte man Entscheidungen treffen und am Schluss passiert das Gegenteil. Ich glaube, das ist schon gut so. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie reinkommt und sieht, dass wir am Streiten sind oder schießen oder was auch immer. Oder sie aus Versehen abschießen, weil wir uns gerade gestritten haben. Ich glaube, ja, safe. Safe sowas. Wieder wegnehmen. Der Magier. Wieso bin ich so eine treue Freundin? Ist so. Das ekelhaft. Gründliche. Ekelhaft. Das Mystische. Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Podcop einfach kein Nintendo-Mensch. Eines Magier ist gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Ah, okay. Dann also jetzt verstehe ich's. Immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Ich würde gerne was mit dir ansehen. Ich kenne da ein paar Seiten, die wir uns angucken. Was? Also mehr sehen ist sozusagen, dass du dich spoilern lassen kannst, was passiert, um dem Tod auszuweichen. Das ist es.
Aber das machen wir nicht, actually. Wir hören auf unsere Instinkte jetzt. Dadurch, dass ich wusste, was passiert, habe ich ja auch Dings umbringen können, sozusagen. War halt dumm, aber extra für Greenie. So, also ist es safe, so wie ich es dachte. Nein. Okay. Ihr Schiss, du kriegst so einen Arsch voll, Alter. Dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Okay.